Danke. Es geht schon wieder. Bis zur nächsten Attacke. Das ist bei Magengeschwüren so. Als ich vorhin ins Zimmer kam, höre ich, wie du zu Hanisch sagst. Wenn sie mir nicht sofort versprechen, sich eine Woche lang aus aller Arbeit rauszuhalten, dann ist es aus zwischen uns. Hanisch ist infarktgefährdet. Ich hab's am Magen. Genau. Du nimmst ein Medikament und alles ist gut. Wie viele Patienten sind noch draußen? 3. Könnte ich vielleicht doch noch Professor Brieskorn erreichen. Naja, ist besser, wenn er mal reinguckt. Wenn du mich freundlicherweise anmelden würdest. Genau, der soll dich gleich krank schreiben. Du brauchst jetzt Ruhe, Uli, nichts als Ruhe. Das weißt du doch selbst. Schmeckt ihr? Ja, toll. Möhren hat sie noch nie genommen. Ganz, ganz kluges Mädchen. Kerstin, was ist denn? Unser Junge wäre bestimmt nicht weniger klug. Oder unser zweites Mädchen. Du hast dich entschieden, Kerstin. Mit dieser Entscheidung musst du leben. Aber wenn du jetzt nicht lernst, nach vorn zu sehen, dann wird es ein noch größerer Fehler. Ja. Ich gebe mir auch alle Mühe. Weiß man erst mal, was man seinen Patienten alles antut. Ja, wenn ja. Wie schon vermutet. Grober Schleimhauteffekt am Duodenum, Erosion im Ösophagus. Das histologische Ergebnis der Biopsie, da rufe ich Sie morgen an. Naja, ich weiß schon. Strenge Diät, kein Alkohol, kein Stress. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Genau. Alles das, was Sie an den Patienten in dieser Situation empfehlen würden. Was mit der Ruhe, das kriege ich schon hin. Es war nur alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Die Praxis und dann auch noch die Patienten von Frau Dr. Schwarzenberg. Manchmal hat der Tag 48 Stunden. Aber bereut haben Sie es nicht, ich meine, Dickelsen. Nein. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals in der Kommission, bei der diese Praxisübernahmen beantragt wurden. Also darin bestand völlige Einigkeit. Wenn einer mit den Dickschädeln in Degelsen umgehen kann, dann Sie. Aha. So ist das nun mal mit diesen Dickschädeln. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Ja, also 4 Wochen Ruhe, Herr Kollege. 4 Wochen? Mindestens. Ja, wissen Sie, was bei mir in der Praxis los ist? Ich weiß, was mit Ihrer Gesundheit los ist. Also Tür zu, Licht aus. Genau. Versprochen. Christian, so geht das nicht. Du musst auch ein bisschen reden, ein bisschen quatschen. Du kannst das doch. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Ein Fischer friert nicht. Wenn du krank bist, musst du zum Doktor gehen. Doktor ist keiner da. Hier, Zuckermaus, ich kann dir helfen. Geh mal hin. Nee, ich bin Doktor, gar nichts. Gib mal rüber, Kalle, den Dorsch. Jo. Hier ist dein Zähne. Danke. Mach's gut, Kalle. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss. Schönes Wochenende. Jo, dir auch. Wenn Sie wollen, alles fangfrisch. Ja. Dorsch, Flunder, Plagen. Na ja, dann gib mir doch den Frischfisch. Und du kriegst dafür einen Arzttermin ohne Wartezeit. Dummtüch, die Praxis im Ort ist geschlossen. Dann gehen Sie halt woanders hin. Woanders hin? Ich denk nicht dran. Wenn Sie krank sind, müssen Sie sich helfen lassen. Wenn Sie mir helfen wollen, nehmen Sie Betten Fisch. Ja, Flundern? 3 bis 4 Kilo? Ja. Junge, Junge. 20 müssen wir noch mal sein, dann geht alles von ganz alleine. Der Tee ist von Hinachsen. Er sagt, beim letzten Mal hat er dir sehr geholfen. Ja. Am besten du steckst mich in den Sack und schmeißt mich in die Schlei. Vielleicht findest du eine Stelle, die tief genug ist. Mensch, die Povila hat doch einen Termin. Und bei der Trautvetter, da muss der Verband gewechselt werden. Erstmal hängt ein Schild draußen, Praxis vorübergehend geschlossen. Was? Inken hat da auch einen Termin. Moment mal. Uli! Nur eine Sekunde. Uli! Keine Rang. Ich leg mich gleich wieder hin.
Na, was hab ich gesagt? Erregt die Bratkartoffel und ist gesund. Lasst euch nicht stören. Sag mal, bei dir war doch neulich ein junger Arzt im Rathaus. Der gefragt hat, ob Bedarf nach einem Vertretungsarzt besteht. Ja, du hast nicht zufällig seine Nummer? Oh. Wehe, ihr Kleingläubigen, der noch einmal die Wunder Gottes bezweifelt. Danke. Eigentlich darf ich ja nicht, Olga. Wollte mich nur verabschieden. Guten Appetit. Weißt du, es geht um einen Vertretungsarzt. Bratkartoffeln tun deinem Magen bestimmt sehr gut. Er hat ja nur mal gekostet. Rufst du ihn an oder soll ich ihn lieber anrufen? Nein, ich rufe ihn an. Mit der Autorität des Bürgermeisters. Ja. Also, falls es noch ein kleines Schnäpschen dazu gibt. Immer zu. Ein Arzt weiß schon, was er verträgt. Jutta! Oh. Schwester Jutta, schnell! Gib mal Wasser. Uli! Weißt du, die kleinen Sünden werden sofort bestraft. Danke. Und was sagst du dazu? Donnerwetter. Das kann mir ganz heiß werden. Deiner Frau habe ich gesagt, es betrifft die Innenausstattung. Sag mal, geht's dir eigentlich wirklich so schlecht? Ach, nun mach dir mal nicht ins Hemd. Das hier will ich alles noch erleben. Ja, die ist doch nicht schlechter. Ja, die ist ja auch gebunkt. Bisschen was Asiatisches könnte man noch gebrauchen. Die hier. So eine, die ein bisschen auf Mitleid macht. Kitty, 24 Thai. Gebombt. Ich dachte auch an eine Zeitungsannonce zur Eröffnung. Irgendwas, was werbewirksames. Warte mal. Frischer Wind in alter Mühle. Gebombt. ja. Jetzt noch einen schönen Korn und die Welt wäre in Ordnung. Sag mal, wie läuft es eigentlich? Der verleiht solche Frauen, dieser Weberling. Weberling. Agentur Weberling. Ja, Weberling. Ist es jetzt so, als ob ich mir einen Mietwagen hole? Ja, so ungefähr. Und die Bezahlung, also die Abrechnung? Du kümmerst dich darum, dass die Mädchen anständig untergebracht sind und so weiter. Und glaub mir, das Geschäftliche ist bei mir besser aufgehoben. Prost. Geht's dir wieder besser? Immer wenn ich liege, dann geht's. Oh, bitte nicht zudecken, mir ist schon warm genug. Du wirst zugedeckt. Komm, bleib bei mir. Pass auf mich auf, dass mich Olga nicht verführt mit Bratkartoffeln oder Eckholm mit einer Buddel Bier oder dass ich runtergehe in die Praxis und die Quartalsabrechnung mache. Und fiebern tust du auch schon. Und wie? Dir ist Ruhe verordnet. Absolute Ruhe. Psst. Dann sage ich dir ganz leise, wie gern ich dich habe. Träum was Schönes. Das Schild hat seinen guten Grund. Morgen. Sie gehören hier zum Haus? Nee. Das Haus gehört gewissermaßen zu mir. Sehr erfreut. Kaspersky ist mein Name. Jens Kaspersky. Sie wollten zum Doktor? Ja, und nein, also ein Herr Eckholm war im Apparat und da Travemünde nicht weit weg ist, bin ich hier. Ach, Sie sind der Vertretungsarzt. Da ist die Krankenschwester, Schwester Jutta. Nicht erschrecken, ich bin möglicherweise ein paar Tage Ihr Chef. Oh, guten Tag. Tag. Ja, dann will ich Sie mal anmelden. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns ja vielleicht noch, eventuell. Hoffentlich. Also sagen Sie mal, Ihr Auto steht direkt vor der Treppe. Oh, tut mir leid. Ja, kann ich das nächste Mal ein bisschen weiter in den Hof reinfahren? Ist ja genug Platz, oder? Ja, heißt das, der soll hier stehen bleiben? Wissen Sie, es hat sich sehr bewährt, ehe man sich dauernd an fremde Wände gewöhnen muss. Sie wohnen da? Immer?
Keine Sorge, immer bin ich ja nicht hier. Na ja, also dann wollen wir mal. Ja, bitte? Wie ich es ihm gesagt habe, er soll liegen, aber Herr Dr. Kaspersky, du weißt schon, Eckholms Anruf. Ach ja. Mal rein in die gute Stube. Teschner, Kaspersky. Wenn ich irgendwie helfen kann? Dann sage ich Bescheid, Olga. Olga Mattison, sozusagen die gute Seele vom Geschäft. Nehmen Sie Platz. Danke. So, Sie leisten sich also den Luxus, krank zu sein. Auf Dauer verstehen Magengeschwüre. Kein Spaß. Meine Unterlagen. Helicobacter vom Kopf bis zum After. Schätze mal, Sie sind aufgenommen ins große Heer derer, die vom Helicobacter pylori befallen sind. Schätzen Sie richtig. Ja. Behandlung mittels Trippeltherapie. Erythromycin, Omeprazol. Sie haben sich gewissermaßen zum Vertretungsarzt spezialisiert. Ja, stimmt. Ich finde, Wanderjahre können niemand schaden. Wäre für mich genau die richtige Therapie. Ruhe, kein Stress. Am liebsten wäre mir, Sie würden sich sofort in die Praxis setzen. Aber gern. Mach ich doch glatt. Die Praxisräume befinden sich hier im Haus. Die Geräte sind gewissermaßen da drüben installiert. Ach, wie ich sehe, kommen auch schon die ersten Patienten. Ja, dann hole ich gleich meinen Arztkittel. Hängt Knitter vor allem in einer guten Stube. Ach, wie praktisch. Da haben Sie ja immer sturmfreie Bude. Sturmfrei und mobil. Entspann dich, Doktor. Ruh dich aus und werd gesund. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ah, moin, moin, Frau Alsen. Der Verband drückt ein bisschen, aber das ist reine Gewöhnungssache. Und in einer Woche kommt er auch wieder runter. Okay, toll, danke. Moin, moin. Ja, Jutta, ich bin's. Du, da kommt jetzt ein junger Fischer. Das ist ein Nachbar von Kalle Opti. Die sagen doch nie so richtig, was los ist. Ja, ihr müsst da... Auf, bitte. Ja, ich stehe gerade ein bisschen am Fenster. Ja, natürlich lege ich mich wieder hin. Tschüss. Der Hagedorn ist auch schon fertig. Das geht ja hier wie Spritzelbacken. Das Komische ist, ich sag mal zu meiner Schwiegertochter, du denk dran, es ist kein Sommer mehr. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, Frau Röckel. Wiedersehen. Na, Frau Röckel, hat Sie die Grippe auch erwischt? Ich erklär's gerade dem Doktor. Meiner Schwiegertochter gebe ich immer gute Ratschläge. Und ich selbst... Es ist nicht zu verstehen. Und die Tabletten werden zu Ende genommen. Nicht, dass Sie einfach aufhören, wenn es Ihnen besser geht, Frau Röckel. Die jungen Leute von heute tragen überhaupt keine Hemden mehr. Das bisschen BH oder nichts. Dünnes Blüschen drüber. Kein Wunder, ja, wenn Sie sich alle erkälten. Das ist wirklich kein Wunder, Frau Röckel. Sorry, jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist was? Ach, ich dachte nur, Sie möchten vielleicht eine Tasse Tee zwischendurch. Ja, das wäre nett, aber wenn ich arbeite, arbeite ich. Dr. Teschner meint, der junge Fischer, der jetzt gleich kommen wird, der war noch nie in seiner Sprechstunde. Wir werden ihn schon gut behandeln. Ja, können Sie das bitte wieder mitnehmen? Ja, ja. Danke. So. Keine Bange, junger Mann.
Danke, weshalb? Jensen, ich bin bestellt. Eine Sekunde, Herr Jensen, ja. Ist die Erkältung schlimmer geworden? Nee, ist nicht so schlimm. Verschreiben Sie mir was gegen Fieber und so. Sie müssen rein zum Doktor. Nee, da habe ich keine Zeit für. Herr Jensen, bitte. Schwester Ritter, das hier ist ein Notfall. Ja, aber ist das schon okay? Also, die Röntgen ist auch schon fertig. Drei Patienten in 20 Minuten. Das ist Fließband und keine ärztliche Konsultation. Ja. Ach, Olga, du bist es. Ich stand schon so spät, ist schon Mittag. Auch wenn du keinen Appetit hast, essen musst du. Wer sagt denn, dass ich keinen Appetit habe, aber nicht auf sowas? Es geht nicht um Appetit, sondern ums Gesundwerden. Ich denke, es geht um Appetit. Ist ja egal. Ist der Tee von Hinachsen? Um zu wissen, dass Kamille gut für den Magen ist, brauche ich keinen Hinachsen. Hast du ein bisschen geschlafen? Geruht, Olga, geruht. Ruhe ist die beste Medizin. Ich war mal kurz drin in der Praxis. Ein sehr korrekter Mensch, lässt sich nichts gegen sagen. Was soll ich bloß damit? Essen. Auch wenn mir das mit dem Wohnwagen nicht ganz so gefällt. In seiner Arbeit ist das sehr ordentlich. Drei Patienten in 20 Minuten. Wieso weißt du das? Hat Schwester Jutta dich angerufen? Nein. Na, hat eben jeder seine Behandlungsweise. Und Frau Röggels Geschichten, die hängen einem ja nur wirklich zu den Ohren raus. Der Röggel muss man zuhören, sonst schmeißt sie ihre Medizin in die Ecke. Man muss sich ihre Geschichten eben anhören, ob man will oder nicht. Na, hoffentlich hört er wenigstens dem jungen Fischer richtig zu. Etwas Schlaf würde dir gut tun. Wie lange haben Sie denn schon diesen Husten? Keine Ahnung. Thoraxaufnahme. Wir renken dann noch Ihre Lunge. Herr Jensen ist der Nächste. Danke. Schwester Jutta gibt Ihnen dann die Krankschreibung. Wieso denn Krankschreibung? Ich will doch mal nur eine Medizin. Die kriegen Sie auch. Schwester Bettina gibt Ihnen das Rezept. Danke. Geröntgt wird in der Praxis über dem Hof. Gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach. Ja, aber dauert das lange? Nein, 3 Minuten. Sie sind sowieso krankgeschrieben. Sie gehen jetzt nach Hause und legen Sie flach und sonst nichts. Hören Sie, ich bin Fischer, selbstständig. Die Bank will pünktlich ihr Geld. Schließlich musste ich eine Hypothek aufnehmen auf meinen Kutter. Hören Sie mal gut zu. Einen grippalen Infekt zu verschleppen, ist so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Jetzt soll ich in der Woche die Beine hochnehmen? Sie sind krank, verstehen Sie? Krank. Wissen Sie, was das heißt? Und eine Hypothek abzahlen. Wissen Sie, was das heißt? Herr Jensen, bitte. Wiedersehen. Legen Sie flach. Nee, das ist mir das für den Doktor. Was ist das? Das waren ja nicht mal 3 Minuten. Also das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Schon wieder unterwegs? Nein, ich liege im Bett. Weil das ist ja wohl ein starkes Stück. Moin, moin. Junge Mann, abgehauen? Abgehauen? So nicht. So nicht! Ich dachte, der liegt fest. Die Leute mit nervösem Magen sind unerträglich. Ich kenne nichts von meinem Patient. Was ist denn das für ein Schnellverfahren, mit dem der hier arbeitet? Wer? Der Doktor. Also, ich finde ihn ganz in Ordnung. So, findest du. Hast du nicht eigentlich Bettruhe? Verantwortung habe ich. Verantwortung. Entschuldigen Sie die Störung. Aber bitte. Es ist ja nur wegen der Salbe fürs Bein. Ja, Schwester Bettina gibt Ihnen ein Rezept. Na, das ist doch schön, wenn man nicht in ein leeres Wartezimmer gucken muss. Der junge Mann eben. Was war mit ihm? Grippaler Infekt. Der hätte eigentlich schon vor 3 Tagen kommen müssen. Sollte er sich nicht röntgen lassen? Na klar. Hat er aber nicht. Er ist wirklich nicht zum Röntgen erschienen. Weil er abgehauen ist. Abgehauen? Ja, weil Sie sich mit ihm so gut wie gar nicht unterhalten haben. Nicht unterhalten? Ich bitte Sie, Doktor. Also passen Sie mal auf. Die Leute hier oben an der Küste, das geht nicht so. Hopp, hopp, tralala, das ist nicht drin. Was meinen Sie damit? Also entschuldigen Sie bitte, 3 Patienten in 20 Minuten. Mein Gott, nochmal. Wollen Sie ins Guinness-Buch der Rekorde oder was? Ach, das sind doch Bagatellfälle. Da muss ich mir doch nicht anhören, ob und wie die Hühner legen. Bagatellfälle? Jetzt hören Sie mal zu, Herr Kollege.
Wie sich so ein Bursche wie der ihn öffnet, das braucht seine Zeit. Der ist nämlich stinksauer, weil ihm seine Krankheit nicht passt und weil er so schnell wie möglich wieder raus mit seinem Kahn will. Ach, entschuldigen Sie bitte, dieser Bursche, wie Sie zu sagen pflegten, das ist ein erwachsener Mann. Da kann ich doch nicht an, dass der von dem Röntgenapparat davonläuft. Jetzt hören Sie mal zu. Ein Rezept ausstellen, das kann jeder. Aber mit den Leuten reden. 3 Minuten Behandlung sind hier nicht drin. Gut, alles klar. So läuft der Hase. Tut mir leid, ich konnte nicht ahnen, dass Sie mit der Stoppuhr in der Hand vor der Tür stehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und das Honorar für die paar Stunden, das können Sie von mir aus einer gemeinnützigen Stiftung überweisen. Seien Sie doch nicht so empfindsam. Das war doch gar nicht so gemeint. Bis zum nächsten Mal, Herr Jensen. Er ist halt jede Sekunde für seine Patienten da. Und er denkt so wie ihr sind alle. Ich bin kein dummer Junge. Richtig, dann ziehen Sie doch den Kittel am besten wieder an. Bitte. Mark Bohm hat dich wirklich nicht aufgeregt? Der doch nicht. Sag mal, hast du was getrunken? Aber Schatz, das hat mir Teschner doch verboten. Bärchen, deine Geschäfte werden immer mit einem guten Tropfen besiegelt, ne? Aber doch nicht in dem Fall. So sehr interessieren mich die neuen Gardinen von der Mühle ja nur doch nicht. Übrigens geht's mir wieder wirklich gut. Trotzdem, der Stammtisch ist gestrichen. Och, und wenn ich ganz lieb bin? Du weißt doch, dass der Alkohol dir nicht bekommt. Nur mal vorbeigucken. Sie denken ja, ich bin gestorben. Sei mir nicht böse, lieber Uli, aber ich finde das nicht richtig. Und die Vorwürfe, die du Herrn Dr. Kaspersky gemacht hast, finde ich sehr ungerecht. Ich habe mich schon bei ihm entschuldigt, was mir schwer genug gefallen ist. Mag er nun in einem Wohnwagen hausen oder nicht, als Arzt ist er sehr tüchtig. Schnell, wolltest du sagen, Olga. Schnell. Ein paar Abrechnungen mehr, mein lieber Uli. Es würde deinen Finanzen nicht schaden, oder? Nun komm, nun trink ein bisschen und iss auch. Findest du es sicher ein wenig übertrieben mit dem blöden Tee und diesem dusseligen Zwieback? Nein. Und dass er mir nicht die Hausbesuche vergisst. Nicht, dass er denkt, nach der Sprechstunde ist hier Feierabend. Schwester Jutta wird ihm alles genau erklären. Und der junge Fischer von heute Vormittag, der abgehauen ist, der kommt auch noch dazu. Aber du machst doch auch keinen Hausbesuch, nur weil einer nicht zum Röntgen geht. Würde ich, Olga, ich ja. Also wann wirst du endlich zur Ruhe kommen? Bin da schon. Wenn alle Patienten so wären wie Uli, nicht auszuhalten. Oma, du bist doch froh, dass du nun 2 bemuttern kannst, was? Verwöhne die Kleine nicht zu sehen. Du hoffentlich findet ihr was Schönes, was nicht zu teuer ist. Ja. Tschüss, tschüss. Los. Ja. Stammtisch ist Pflicht sozusagen. Sind wir längst zurück. Hallo, meine Schöne. Hat Uwe etwa eine Gehaltsaufbesserung gekriegt? Von der Stadt? Nicht einmal im Traum. Er will unbedingt ein neues Schlafzimmer kaufen. Falsch, meine Liebe. Was er unbedingt will, ist seiner Frau eine Freude machen. Na, ist das nicht gut? Sehr gut. Empfängt etwa Dr. Kaspersky in diesem schrecklichen Wagen seine Patienten? Ich glaube nicht, dass sie eine Patientin ist. Obwohl sie gewissermaßen zu einer Behandlung kommt. Sodom und Gomorra, auf meinem Hof. Besser als im Haus allemal, nicht? Eigentlich eine ganz schöne Praxis. Wenn Sie das sagen, Sie haben ja schon viele gesehen. Allerdings. Und wissen Sie, was noch schöner ist? Die Krankenschwester. Danke für die Blumen. Nein, ich meine es ernst. Sie ziehen richtig mit, da ist Feuer drin. Und trotzdem keine Hektik. Schließlich haben wir ja gerackert wie die Pferde. Was nicht heißt, dass Sie schon Feierabend haben. Sondern? Hausbesuche. Oh. Oh Gott, oh Gott. Naja, gelobt sei, was stark macht. Einen Besuch hat Ihnen Schwester Bettina sowieso schon abgenommen.
Bei dem jungen Fischer. Aber der hat doch nur eine Krippe. Wieso braucht's denn da einen Hausbesuch? Dr. Teschner wünscht es. 4 Wochen waren ausgemacht. Ich hoffe, ich stehe es durch. Wo nichts ist, gibt's nichts zu gucken. Ich wollte zu Christian Koker. Nicht da. Wie nicht da? Wo ist er denn? Wo soll ein Fischer schon sein? Fischen. Die 3 Kilo Flunder schon alle? Christian ist doch krank. Das weiß ich. Ich habe ihn ja selber zum Doktor geschickt. Jan, warum ist er nicht zu Hause? Ja, weil er rausgefahren ist. Das kann doch nicht wahr sein. Möchtest du mal mit ihm sprechen? Ja. Na dann, komm. Kalle ruft Möbel. Christian, komm mal, hier ist Besuch für dich. Kalle ruft Möwe. Ist ihm was passiert? Keine Bange, mit der nicht. Ich bringe das schon in die Gänge. Na, geht's dir besser? Weitaus besser. Klar. Wer an Magengeschwüren leidet und sich keine Ruhe gönnt, dem kann es nur besser gehen. Dr. Kaspersky war reichlich sauer. Kannst ihn ertrösten. 4 Wochen gehen schnell vorbei. Wenn du endlich anfangen würdest, dich wie ein richtiger Patient zu benehmen. Da tue ich das nicht. Ich bin fast so vernünftig wie Hanusch. Ja, Dr. Teschner? Bitte? Seenotrettungsdienst. Ja, ich schicke sofort eine Vertretung. Kommt gleich. Kaspersky muss sofort zum Hafen. Ich mach das schon. Bis morgen. Herrgott. Und wie war dein letzter Lover? Oh, dreist. Sehr, sehr dreist. Der Vertretungsarzt aus Dekelsen. Bleibst du in Travemünde, während ich hier in Dekelsen bin? Wäre doch schön dumm, wenn ich es nicht täte, oder? Prost. Prost. Wo ist denn dein Glas? Ja, ich habe noch Hausbesuche und Bereitschaft. Hm. Na bitte, ist doch was. Das tönt doch schon gut. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Schwester Jutta, Frau Sundermann. Sie müssen sofort zum Hafen, mein Notfall. Klar, sofort. Wartest du bitte auf mich? Du weißt doch, Vorfreude ist die größte Freude. Bis nachher. Oder nicht, jetzt sehe ich. Dummer Hund am Hauf. So ein Dösbaddel. Sollen ja Leute schon ganz plötzlich mal über Bord gegangen sein. Schon mal was von gehört? Sie waren gar nicht gemeint, Herr Doktor. Dor, der Kutter ist gesichtet. 2 Seemeilen östlich von Schlamünde. Der ist aufgelaufen. Kann denn sowas passieren? Da leben kein Wasser mehr unterm Kiel. Da müssen wir wohl mit dem Tochterboot rein. Da ist eine Untiefe. Hallo. Wie ist der Mann überhaupt da rausgefahren? Weil die jungen Leute mal denken, sie können alles alleine machen. Gott sei Dank, dann sollen wir jetzt rüber? Ja, los, keine Bange, Herr Doktor. Au, weiter, weiter.
man sich einmal brennt. Nachher mit der Trage, beeilt euch! Sieht man sich endlich wieder. Einen wunderschönen Tag, die Herren. Fletch, Herr Fletch, auf Besuch in Dickinson? Ich war gerade dabei, meinen Wohnsitz hier neu eintragen zu lassen. Es hat sich erwiesen, was ich erweisen musste. Eine Großstadt kann einer sensiblen Natur auf Dauer nur abträglich sein. Herr Fletch wohnt bereits hier vor seiner langwierigen Erkrankung. Ja, eine psychoneurotische Störung, völlig auskuriert, vollkommen geheilt. Aber Sie ahnen ja nicht, Herr Bürgermeister, welche auf den ersten Blick letztendlich unscheinbare Faktoren dafür ausschlaggebend waren. Genau, man ahnt es nicht. Ne? Nee. Hinrichsen ist mit seiner Frau in München, Besuch der Schwiegermutter. Und die Polizei kommt später. Nee, lieber nicht. Ich habe meiner Frau versprochen, dass der Abend heute ohne Alkohol verläuft. Ich bleib bei meinem... Ein Pharisäer, wie er im Buche steht. Kein Alkohol, aber Bier. Dabei wäre es sogar von Olga gelohnt und Teschner als Vorbild hingestellt. Tja, das wird schon seine Gründe haben. Dann zu Ruhe, mein Lieber. Prost. Dieses Nicht-Bekennen, das Verdrängen jeden Übels, das gerade ist typisch, Herr Hanusch. Was ist los? Anzeichen eines gestörten Ego. Ego was? Wer viel von einer Sache weiß, der will auch davon reden. Klarer Fall. Kommt jetzt ein Vortrag oder so? Alles spricht dafür. Sie sind ein mit sich selbst innerlich unzufriedener Mensch. Das ist doch Quatsch. Ich war noch nie so zufrieden wie heute. Wenn hier Stühle verstellt werden, dann mache ich das. Und Verzeihung. Danke. Innere Unzufriedenheit über einen längeren Zeitraum hinweg verursacht gewissermaßen einen Stau. Es lädt sich etwas auf in diesem innerlich unzufriedenen Menschen. Unzufriedenheit aber lässt sich auf Dauer nicht unterdrücken. Irgendwann bricht sie aus. Mit aller Gewalt. Also hilft nur eins. Der Mensch muss sich selbst entladen. Freiwillig und bewusst. Die Entladung durch einen Schrei. Kräftig, wild. Ein Urschrei. Steh auf, Hanusch. Ein Dreck wäre ich. Du sammelst alle Kraft in dir, alle Energie. Du presst sie zusammen und formst daraus einen Schrei. Atmest tief, ganz tief. Und dann öffne den Mund und schrei. Hanusch, schrei! Raus! Ich habe da meinen Tee noch gar nicht bezahlt. Der geht auf Kosten des Hauses. Einen angenehmen Tag noch, die Herrschaft. Asmus, dieser Urschrei. Na, wunderbar, komm, mach doch mal. Oh ja. Mein Wein. Ach, du bist es. Ja, was dachtest du denn, Goldröschen? Du, ein Urschrei. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja, kann ich, will ich jetzt aber nicht. Sag mal, weißt du, was mit Christian Koker los ist? Nee, aber ich sagte, Fletch hat den Stammtisch bestens unterhalten. Also, der Kaspersky hätte mir doch wenigstens Bescheid sagen können. Fletch und dein Stammtisch interessieren mich im Moment überhaupt nicht. Das darf dich auch gar nicht. Du bist krank, mein Lieber, krank. Du bedarfst äußerster Schulung. Mhm. Entschuldigung, ich erwartete eigentlich Dr. Kaspersky. Ja, ich warte auch auf ihn. Er musste zu einem Notfall. Ach. Guten Abend erstmal. Guten Abend. Mein Name ist Sundermann. Evelyn Sundermann. Jens und ich, wir sind seit längerem befreundet. Möchten Sie auch ein Glas? Nein, danke. Hat mir der Arzt verboten. Oh. Das? Eine Magnetisierscheibe. Die natürliche Ordnung der stofflichen Strukturen wird damit in die Nahrung zurückgebracht. Ist ja toll. Mhm.
Glauben Sie an sowas? Nein. Aber man kann gutes Geld damit machen. Mein verstorbener Mann hatte eine diesbezügliche Fabrik. Und Ihr Freund, also Dr. Kaspersky, was sagt denn der dazu? Ja, er hat immerhin sein Studium damit verdient. Na, was war? Wir haben den jungen Mann sofort ins Krankenhaus gebracht. Verdacht auf Grippemeningitis. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Nach Flensburg? Ja. Komm mal nur. Was haben Sie denn mit Ihrem Knie gemacht? Ich musste sozusagen einen Kutter entern. Oh, ehrlich? Ja. Und was mit Ihnen? Krankheit schon beendet? Kommen Sie, das Röntgen mal gleich mal. Also, wenn ich das für nötig halte, dann kann Schwester Jutta morgen ja den Apparat anwerfen. Bis dahin, gute Nacht, Herr Doktor. Moin, moin. Ich wollte mich nur mal melden und sagen, dass es mir bedeutend besser geht. Erfreulich. Ja, so 2-3 Tage absolute Ruhe, das ist eben noch die beste Medizin. Das heißt, Sie haben sich daran gehalten, was Herr Dr. Teschner Ihnen aufgetragen hat? Wieso? Was hat denn Eckholm erzählt? Eckholm? Der Bürgermeister? Was haben wir denn der Bürgermeister über Sie erzählen? Nichts. Absolut gar nichts. Na, dann weiß ich nicht, wo das Problem liegt, Herr Hanusch. Was für ein Problem? Problem? Überhaupt kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass es mir besser geht und dass ich jetzt wieder ins Geschäft einsteige, so peu à peu. Sie haben doch nichts dagegen. Nein, nein, aber die verordnete Woche Bettruhe ist noch nicht vorbei. Ja, ich meine ja auch nach dieser Woche, nicht? Und so peu à peu. Also, tschüss. Tschüss. Ist der immer so komisch? Herr Teschner kann ein Lied davon singen. Oh. Er sagt, Sie sollen Ihr Knie röntgen lassen. Ah, ja. Sagen Sie, Schwester Jutta, diesen Mann irgendwie an sein Bett festbinden. Ist das möglich? Ich kann es ja mal versuchen. Übrigens bin ich heute allein im Dienst. Ich habe Bettina nach Hause geschickt. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Ach, mir schickt keiner nach Hause. Tja, das kommt immer darauf an, weshalb man nicht geschlafen hat. So. Naja. Frau Sellmann, die ist übrigens auch nicht ganz einfach. Ja. Was Einfaches kommt in Dekelsen wohl auch gar nicht vor, oder? Frau Sellmann, bitte. Ja, hier, ja. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Lass mich raten. Der Spiegel eures neuen Schlafzimmers. Kalt, ganz kalt. Ein Bild. Ein Segel. Ein was? Fürs Eissegeln. Mann, der lässt sich eine ganze Ausrüstung schenken von seinem Vater zum Geburtstag. Uwe sagt, es wäre auch sein Ding. Aber so ein Segel kann er sich natürlich selber basteln. Ja, dann lass ihn doch. Lass ich nicht. Erstens riecht er das Segel Marke Eigenbau sowieso nicht richtig hin. Und zweitens will ich meinem Mann auch mal eine Freude machen. Er kratzt sein ganzes Erspartes zusammen, nur weil ich scharf auf ein neues Schlafzimmer bin. Da habe ich mein Sparschwein eben auch zerschlagen. Schlimm? Ganz im Gegenteil. Ah, Vorsicht! Frisch durch. Ja, danke, das habe ich gemerkt. Hast du dir wehgetan? Nee, geht schon. Oh. Sie wissen ja, Frau Madison, wenn die Jürgens das macht, dann macht sie das ordentlich. Und deshalb wäre es an der Zeit für eine kleine Aufbesserung. Das wird ja alles teurer. Das ganze Leben, nicht wahr? Aufbesserung? Sie verdienen eigentlich sehr gut, Frau Jürgens. Ich habe mir das so gedacht, Frau Madison. Sie legen 100 Mark zu pro Woche. 100 Mark? Ist das ein Witz? Das haben Sie noch nie erlebt, dass ich einen Witz erzählt hätte. Nee. Das wäre dann auch das erste Mal. 100 Mark mehr für die paar Stunden. Ich habe da ein sehr gutes Angebot. Da brauche ich bloß Ja zu sagen. Frau Jürgens, wir kennen uns lange genug. Sie müssten wissen, erpressen lasse ich mich nicht. Und die Frau Jürgens lässt sich nicht ausbeuten. War noch was, Frau Sellmann? Herr Dr. Teschner möchte mit mir sprechen. Nein. Ich wollte nur mal fragen, wie es so geht. Es wäre besser, Sie würden die Praxis wieder übernehmen. Lieber heute als morgen. Ach ja? Also, der ist ja sowas von unhöflich nochmal. Unhöflich?
Stellen Sie sich vor, ich frage den um Rat, nicht? Ich erzähle ihm von meinen Schlafstörungen. Frage ihn um Rat, um medizinischen Beistand. Wissen Sie, was der zu mir sagt? Nee. Der sagt, ich soll abends nicht so viel fernsehen. Und ein Apfel vor dem Schlafengehen wäre besser als eine Tafel Schokolade. Nun kommen Sie. Wie finden Sie das? Das ist richtig. Das ist ein junger Mensch. Muss ich mir von dem sagen lassen, ich darf abends nicht mehr Fernsehen gucken? Als Arzt muss ich Ihnen sagen, der junge Mensch hat leider recht. Typisch. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Wiedersehen. Sag mal, hat er das wirklich gesagt, das mit dem Apfel? Ja, hat er. Das finde ich großartig. Hast du Frau Sellmann etwa über Dr. Kaspersky ausgefragt? Traust du mir sowas zu? Ja. Was machst du überhaupt hier auf dem Hof? Das ist doch Bettruhe. Übrigens, der Fischer Koker ist heute Morgen wieder entlassen worden. Der Verdacht hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Er meinte auch, er wäre gut versorgt. Ich weiß bloß nicht von wem. Keine Ahnung. Also, wie ich weiß, in nächster Nachbarschaft wohnt nur Kalle Obden. Da ist ein Hausbesuch nötig. So bald als möglich. Und nicht, dass dieser Doktor mit seinen Magnetisierscheiben zu meinen Patienten kommt. Drehst du jetzt völlig durch? Wie kommst du denn darauf? Entschuldige bitte. Seine Frau hat mir ihren Musterkoffer gezeigt. Jetzt hör doch auf, dich mit Sachen zu belasten. Versteh doch mal. Ich will arbeiten. Ja, Uli, ich verstehe dich, ja. Den Hausbesuch bei Koga. Den übernehme ich. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du hast mir aber eben gesagt, du verstehst mich. Ich danke dir für dein Verständnis. Bettina? Wer schläft? Wer schläft? Christian. Ah, Sie kennen Herrn Koker? Ein bisschen. Wie schön. Na, da ist ja der Patient bestens aufgehoben. Ja, Schwester Jutta hat mir für heute freigegeben und morgen bin ich dann am Nachmittag hier. Ich passe schon auf. Auf sich oder auf Herrn Koker? Ich gehe wieder rein. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ah, Herr Kollege. Hallo. Haben Sie es gehört? Alles wieder okay, oder? Ach, was ich Ihnen noch sagen muss, Doktor. Meine Freundin, die haben Sie ja gestern Abend kennengelernt. Also, die ist höchstens noch ein paar Wochen in Travemünde und deswegen habe ich eigentlich nicht vor, länger als die Zeit, die wir vereinbart haben, bei Ihnen Vertretung zu machen. Von mir aus? Na gut. Ja, wahrscheinlich haben Sie dem Patienten Koker gesagt, er muss unbedingt ruhen. Was sagen Sie eigentlich dem Patienten Teschner? Dass er seinem Vertreter ruhig vertrauen darf. Na ja. Danke. Oh, bitte. Was macht denn Ihr Knie? Merke ich kaum noch. Was macht denn Ihr Magen? Merke ich kaum noch. Ah. Ach ja. Wir haben uns noch nicht mal richtig begrüßt. Guten Tag, Herr Kollege. Moin, moin. Da sehen Sie. Geht doch. Patienten so wären wie Uli nicht auszuhalten. Oma, du bist doch froh, dass du nun zwei bemuttern kannst, was? Verwöhn die Kleine nicht zu sehen. Du, hoffentlich findet ihr was Schönes, was nicht zu teuer ist. Ja. Tschüss, tschüss. Los, 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 los. Ja, ja. Stammtisch ist Pflicht sozusagen. Sind wir längst zurück. Hallo, meine Schöne. Hat Uwe etwa eine Gehaltsaufbesserung gekriegt? Ja, von der Stadt nicht einmal im Traum. Er will unbedingt ein neues Schlafzimmer kaufen. Falsch, meine Liebe. Was er unbedingt will, ist seiner Frau eine Freude machen. Na, ist das nicht gut? Sehr gut.
Empfängt etwa Dr. Kaspersky in diesem schrecklichen Wagen seine Patienten? Ich glaube nicht, dass sie eine Patientin ist. Obwohl sie gewissermaßen zu einer Behandlung kommt. Sodom und Gomorra, auf meinem Hof. Besser als im Haus allemal, nicht? Eigentlich eine ganz schöne Praxis. Wenn Sie das sagen, Sie haben ja schon viele gesehen. Allerdings. Und wissen Sie, was noch schöner ist? Die Krankenschwester. Danke für die Blumen. Nein, nein, ich meine es ernst. Sie ziehen richtig mit, da ist Feuer drin. Und trotzdem keine Hektik. Schließlich haben wir ja gerackert wie die Pferde. Was nicht heißt, dass Sie schon Feierabend haben. Sondern? Hausbesuche. Oh Gott, oh Gott. Naja, gelobt sei, was stark macht. Einen Besuch hat Ihnen Schwester Bettina sowieso schon abgenommen. Bei dem jungen Fischer. Aber der hat doch nur eine Krippe. Wieso braucht es denn da einen Hausbesuch? Dr. Teschner wünscht es. 4 Wochen waren ausgemacht. Ich hoffe, ich stehe das durch. Nicht da. Wie nicht da? Wo ist er denn? Wo soll ein Fischer schon sein? Fischen. Oh, das gibt's doch nicht. Völlig durchgeknallt. Na, die 3 Kilo Flunder schon alle? Christian ist doch krank. Das weiß ich. Ich habe ihn ja selber zum Doktor geschickt. Dann warum ist er nicht zu Hause? Ja, weil er rausgefahren ist. Das kann doch nicht wahr sein. Möchtest mal mit ihm sprechen? Ja. Na dann, komm. Kalle ruft Möwe. Christian, komm mal, hier ist Besuch für dich. Kalle ruft Möwe. Ist Ihnen was passiert? Keine Bange, mir der nicht. Ich bring das schon in die Gänge. Na, geht's dir besser? Weitaus besser. Klar. Wer an Magengeschwüren leidet und sich keine Ruhe gönnt, dem kann's nur besser gehen. Dr. Kaspersky war reichlich sauer. Kannst ihn ertrösten. 4 Wochen gehen schnell vorbei. Wenn du endlich anfangen würdest, dich wie ein richtiger Patient zu benehmen. Da tue ich das nicht. Ich bin fast so vernünftig wie Hanusch. Ja, Dr. Teschner? Bitte? Seenotrettungsdienst. Ja, ich schicke sofort eine Vertretung. Kommt gleich. Kaspersky muss sofort zum Hafen. Ich mach das schon. Bis morgen. Herrgott. Und wie war dein letzter Lover? Oh, dreist. Sehr, sehr dreist. Der Vertretungsarzt aus Dekelsen. Bleibst du in Travemünde, während ich hier in Dekelsen bin? Wäre doch schön und dumm, wenn ich es nicht täte, oder? Prost. Prost. Wo ist denn dein Glas? Ja, ich habe noch Hausbesuche und Bereitschaft. Hm. Na bitte, ist doch was. Das tönt doch schon gut. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Schwester Jutta, Frau Sundermann. Sie müssen sofort zum Hafen, mein Notfall. Klar, sofort. Wartest du bitte auf mich? Du weißt doch, Vorfreude ist die größte Freude. Bis nachher. Oder nicht in Sicht?
So ein dummer Hund aber auch. So ein Döspaddel. Sollen ja Leute schon ganz plötzlich mal über Bord gegangen sein. Schon mal was von gehört? Sie waren gar nicht gemeint, Herr Doktor. Dor, der Kutter ist gesichtet. 2 Seemeilen östlich von Schlamünde. Der ist aufgelaufen. Kann denn sowas passieren? Da leben kein Wasser mehr unterm Kiel. Da müssen wir wohl mit dem Tochterboot rein. Da ist eine Untiefe. Hallo. Wie ist der Mann überhaupt da rausgefahren? Weil die jungen Leute mal denken, sie können alles alleine machen. Gott, Gott, da sollen wir jetzt rüber? Ja, los, keine Bange, Herr Doktor. Au, weiter, weiter. Nachher mit der Trage, beeilt euch! Schwirren so. Als ich vorhin ins Zimmer kam, höre ich, wie du zu Hanisch sagst, wenn sie mir nicht sofort versprechen, sich eine Woche lang aus aller Arbeit rauszuhalten, dann ist es aus zwischen uns. Hanisch ist infarktgefährdet. Ich hab's am Magen. Genau. Du nimmst ein Medikament und alles ist gut. Wie viele Patienten sind noch draußen? 3. Könnte ich vielleicht doch noch Professor Brieskorn erreichen. Naja, ist besser, wenn er mal reinguckt. Wenn du mich freundlicherweise anmelden würdest. Genau, da soll ich gleich krank schreiben. Du brauchst jetzt Ruhe, Uli, nichts als Ruhe. Das weißt du doch selbst. Schmeckt ihr? Ja, toll. Möhren hat sie noch nie genommen. Ganz, ganz kluges Mädchen. Kerstin, was ist denn? Unser Junge wäre bestimmt nicht weniger klug. Oder unser zweites Mädchen. Du hast dich entschieden, Kerstin. Mit dieser Entscheidung musst du leben. Aber wenn du jetzt nicht lernst, nach vorn zu sehen, dann wird es ein noch größerer Fehler. Ja. Ich gebe mir auch alle Mühe. Weiß man erst mal, was man seinen Patienten alles antut. Ja, wenn ja. Wie schon vermutet. Grober Schleimhauteffekt am Duodenum, Erosion im Ösophagus. Das histologische Ergebnis der Biopsie, da rufe ich Sie morgen an. Naja, ich weiß schon. Strenge Diät, kein Alkohol, kein Stress. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Genau. Alles das, was Sie an den Patienten in dieser Situation empfehlen würden. Was mit der Ruhe, das kriege ich schon hin. Es war nur alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Die Praxis.
Dann auch noch die Patienten von Frau Dr. Schwarzenberg. Manchmal hat der Tag 48 Stunden. Aber bereut haben Sie es nicht, ich meine, Dickelsen. Nein. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals in der Kommission, bei der diese Praxisübernahmen beantragt wurden. Also darin bestand völlige Einigkeit. Wenn einer mit den Dickschädeln in Dickelsen umgehen kann, dann Sie. Aha. So ist das nun mal mit diesen Dickschädeln. Es braucht alles ein bisschen Zeit. Ja, also 4 Wochen Ruhe, Herr Kollege. 4 Wochen? Mindestens. Ja, wissen Sie, was bei mir in der Praxis los ist? Ich weiß, was mit Ihrer Gesundheit los ist. Also Tür zu, Licht aus. Genau. Versprochen. Christian, so geht das nicht. Du musst auch ein bisschen reden, ein bisschen quatschen. Du kannst das doch. Mir ist kalt. Dir ist kalt, ein Fischer friert nicht. Wenn du krank bist, musst du zum Doktor gehen. Doktor ist keiner da. Hier, Zuckermaus, ich kann dir helfen. Geh mal hin. Nee, ich bin Doktor, gar nichts. Gib mal rüber, Kalle, den Dorsch. Jo. Hier ist dein Zehner. Danke. Mach's gut, Kalle. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüssi. Schönes Wochenende. Jo, dir auch. Wenn Sie wollen, alles fangt frisch. Ja. Dorsch, Flunder, Plagen. Na ja, dann gib mir doch den Frischfisch. Und du kriegst dafür einen Arzttermin ohne Wartezeit. Dumm Tüch, die Praxis im Ort ist geschlossen. Dann gehen Sie halt woanders hin. Woanders hin? Ich denk nicht dran. Wenn Sie krank sind, müssen Sie sich helfen lassen. Wenn Sie mir helfen wollen, nehmen Sie einen Fisch. Ja, Flundern? 3 bis 4 Kilo? Ja. Junge, Junge. 20 muss man noch mal sein, dann geht alles von ganz alleine. Der Tee ist von Hinnerksen. Er sagt, beim letzten Mal hat er dir sehr geholfen. Ja. Am besten du steckst mich in einen Sack und schmeißt mich in die Schlei. Vielleicht findest du eine Stelle, die tief genug ist. Mensch, die Povila hat doch einen Termin. Und bei der Trautvetter, da muss der Verband gewechselt werden. Erstmal hängt ein Schild draußen, Praxis vorübergehend geschlossen. Was? Inken hat da auch einen Termin. Moment mal. Uli! Nur eine Sekunde. Uli! Keine Rang. Ich leg mich gleich wieder hin. Na, was hab ich gesagt? Er riecht die Bratkartoffeln und ist gesund. Lasst euch nicht stören. Sag mal, bei dir war doch neulich ein junger Arzt im Rathaus. Ah, der gefragt hat, ob Bedarf nach einem Vertretungsarzt besteht. Ja, du hast nicht zufällig seine Nummer? Oh. Wehe, ihr Kleingläubigen, der noch einmal die Wunder Gottes bezweifelt. Danke. Eigentlich darf ich ja nicht, Olga. Wollt mich nur verabschieden. Guten Appetit. Weißt du, es geht um einen Vertretungsarzt. Bratkartoffeln tun deinem Magen bestimmt sehr gut. Er hat ja nur mal gekostet. Rufst du ihn an oder soll ich ihn lieber anrufen? Nein, nein, ich rufe ihn an, mit der Autorität des Bürgermeisters. Ja. Also falls es noch ein kleines Schnäpschen dazu gibt, immer zu. Ein Arzt weiß schon, was er verträgt. Jutta! Oh. Schwester Jutta, schnell! Gib mal Wasser. Uli! Weißt du, die kleinen Sünden werden sofort bestraft. Danke. Und was sagst du dazu? Donnerwetter. Hä? Kann er mir ganz heiß werden. Deiner Frau habe ich gesagt, es betrifft die Innenausstattung. Sag mal, geht's dir eigentlich wirklich so schlecht? Ach, nun mach dir mal nicht ins Hemd. Das hier will ich alles noch erleben. Ja, die ist doch nicht schlechter. Ja, die ist ja auch gebunkt. Bisschen was Asiatisches könnte man noch gebrauchen. Die hier. So eine, die ein bisschen auf Mitleid macht. Kitty, 24, Thai. Ja, gebombt. Ich dachte auch an eine Zeitungsannonce zur Eröffnung. Irgendwas, was werbewirksames. Warte mal. Frischer Wind in alter Mühle. Gebombt. Ach ja. Jetzt noch einen schönen Korn und die Welt wieder in Ordnung. Sag mal, wie läuft es eigentlich? Der verleiht solche Frauen, dieser Weberling. Weberling. Agentur Weberling. Ja, Weberling. Ist es jetzt so, als ob ich mir einen Mietwagen hole?
Mensch, Mensch. Generationsfrage. Jetzt kommen die alten Dinger wieder an. Das stimmt. Ja. Limericks zum Beispiel. So sieht man sich endlich wieder. Einen wunderschönen Tag, die Herren. Fletch, Herr Fletch, auf Besuch in Dickinson? Ich war gerade dabei, meinen Wohnsitz hier neu eintragen zu lassen. Es hat sich erwiesen, was ich erweisen musste. Eine Großstadt kann einer sensiblen Natur auf Dauer nur abträglich sein. Herr Fletch wohnt bereits hier vor seiner langwierigen Erkrankung. Ja, eine psychoneurotische Störung. Völlig auskuriert, vollkommen geheilt. Aber Sie ahnen ja nicht, Herr Bürgermeister, welche auf den ersten Blick letztendlich unscheinbare Faktoren dafür ausschlaggebend waren. Genau, man ahnt es nicht. Ne? Nee. Hinrichsen ist mit seiner Frau in München Besuch der Schwiegermutter. Und die Polizei kommt später. Nee, lieber nicht. Ich habe meiner Frau versprochen, dass der Abend heute ohne Alkohol verläuft. Ich bleib bei meinem Bier. Ein Pharisäer, wie er im Buche steht. Kein Alkohol, aber Bier. Dabei wärst du sogar von Olga gelobt und Teschner als Vorbild hingestellt. Tja, das wird schon seine Gründe haben. Dann zu Ruhe, mein Lieber. Prost. Dieses Nicht-Bekennen, das Verdrängen jeden Übels, das gerade ist typisch, Herr Hanusch. Was ist los? Anzeichen eines gestörten Ego. Ego was? Wer viel von einer Sache weiß, der will auch davon reden. Klarer Fall. Kommt jetzt ein Vortrag oder so? Alles spricht dafür. Sie sind ein mit sich selbst innerlich unzufriedener Mensch. Das ist doch Quatsch. Ich war noch nie so zufrieden wie heute. Wenn hier Stühle verstellt werden, dann mache ich das. Oh, Verzeihung. Danke. Innere Unzufriedenheit über einen längeren Zeitraum hinweg verursacht gewissermaßen einen Stau. Es lädt sich etwas auf in diesem innerlich unzufriedenen Menschen. Unzufriedenheit aber lässt sich auf Dauer nicht unterdrücken. Irgendwann bricht sie aus. Mit aller Gewalt. Also hilft nur eins. Der Mensch muss sich selbst entladen. Freiwillig und bewusst. Die Entladung durch einen Schrei. Kräftig, wild. Ein Urschrei. Steh auf, Hanusch. Ein Dreck wäre ich. Du sammelst alle Kraft in dir, alle Energie. Du presst sie zusammen und formst daraus einen Schrei. Atmest tief, ganz tief. Und dann öffne den Mund und schrei. Hanusch, schrei! Raus! Ich habe doch meinen Tee noch gar nicht bezahlt. Der geht auf Kosten des Hauses. Einen angenehmen Tag noch, die Herrschaft. Das muss dieser Urschrei. Na, wunderbar, komm, mach doch mal. Oh, ja. Mein Wein. Ach, du bist es. Ja, was dachtest du denn, Goldröschen? Du, ein Urschrei. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja, kann ich, will ich jetzt aber nicht. Sag mal, weißt du, was mit Christian Koker los ist? Nee, aber ich sag dir, Fletch hat den Stammtisch bestens unterhalten. Also, der Kaspersky hätte mir doch wenigstens Bescheid sagen können. Fletch und dein Stammtisch interessieren mich im Moment überhaupt nicht. Das darf dich auch gar nicht. Du bist krank, mein Lieber, krank. Du bedarfst äußerster Schulung. Mhm. Entschuldigung, ich erwartete eigentlich Dr. Kaspersky. Ja, ich warte auch auf ihn. Er musste zu einem Notfall. Ach. Guten Abend erstmal. Guten Abend. Mein Name ist Sundermann. Evelyn Sundermann. Jens und ich, wir sind seit längerem befreundet. Möchten Sie auch ein Glas? Nein, danke. Hat mir der Arzt verboten. Oh. Das? Das? Eine Magnetisierscheibe. Die natürliche Ordnung der stofflichen Strukturen wird damit in die Nahrung zurückgebracht. Ist ja toll. Mhm. Glauben Sie an sowas? Nein. Aber man kann gutes Geld damit machen. Mein verstorbener Mann hatte eine diesbezügliche Fabrik. Und Ihr Freund, also Dr. Kaspersky, was sagt denn der dazu? Ja, er hat immerhin sein Studium damit verdient. Na? Was war?
haben den jungen Mann sofort ins Krankenhaus gebracht. Verdacht auf Grippe, Meningitis. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Nach Flensburg? Ja. Kommando. Was haben Sie denn mit Ihrem Knie gemacht? Ich musste sozusagen einen Kutter entern. Oh, ehrlich? Ja. Und was mit Ihnen? Krankheit schon beendet? Kommen Sie, das rennt immer gleich mal. Also, wenn ich das für nötig halte, dann kann Schwester Jutta morgen ja den Apparat anwerfen. Bis dahin, gute Nacht, Herr Doktor. Moin, moin. Ich wollte mich nur mal melden und sagen, dass es mir bedeutend besser geht. Erfreulich. Ja, so 2-3 Tage absolute Ruhe, das ist eben noch die beste Medizin. Das heißt, Sie haben sich daran gehalten, was Herr Dr. Teschner Ihnen aufgetragen hat? Wieso? Was hat denn Eckholm erzählt? Eckholm? Der Bürgermeister? Was haben wir denn der Bürgermeister über Sie erzählen? Nichts. Absolut gar nichts. Ja, dann weiß ich nicht, wo das Problem liegt, Herr Hanusch. Was für ein Problem? Problem? Überhaupt kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass es mir besser geht und dass ich jetzt wieder ins Geschäft einsteige, so peu à peu. Sie haben doch nichts dagegen. Nein, nein, aber die verordnete Woche Bettruhe ist noch nicht vorbei. Ja, ich meine ja auch nach dieser Woche, nicht? Und so peu à peu. Also, tschüss. Tschüss. Ist der immer so komisch? Herr Teschner kann ein Lied davon singen. Oh. Er sagt, Sie sollen Ihr Knie röntgen lassen. Ah ja. Sagen Sie, Schwester Jutta, diesen Mann irgendwie an sein Bett festbinden. Ist das möglich? Ich kann es ja mal versuchen. Übrigens bin ich heute allein im Dienst. Ich habe Bettina nach Hause geschickt. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Ach, mir schickt keiner nach Hause. Tja, das kommt immer darauf an, weshalb man nicht geschlafen hat. So. Naja. Frau Sellmann, die ist übrigens auch nicht ganz einfach. Ja. Was Einfaches kommt in Dekelsen wohl auch gar nicht vor, oder? Frau Sellmann, bitte. Ja, hier, ja. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Lass mich raten. Der Spiegel eures neuen Schlafzimmers. Kalt, ganz kalt. Ein Bild. Ein Segel. Ein was? Fürs Eissegeln. Mann, der lässt sich eine ganze Ausrüstung schenken von seinem Vater zum Geburtstag. Uwe sagt, es wäre auch sein Ding. Aber so ein Segel kann er sich natürlich selber basteln. Ja, dann lass ihn doch. Lass ich nicht. Erstens kriegt er das Segel Marke Eigenbau sowieso nicht richtig hin. Und zweitens will ich meinem Mann auch mal eine Freude machen. Ja, ungefähr. Und die Bezahlung, also die Abrechnung? Du kümmerst dich darum, dass die Mädchen anständig untergebracht sind und so weiter und... Glaub mir, das Geschäftliche ist bei mir besser aufgehoben. Prost. Hm. Geht's dir wieder besser? Immer wenn ich liege, dann geht's. Oh, bitte nicht zudecken, mir ist schon warm genug. Du wirst zugedeckt. Komm, bleib bei mir. Pass auf mich auf, dass mich Olga nicht verführt mit Bratkartoffeln. Oder Eckholm mit einer Buddel Bier. Oder dass ich runtergehe in die Praxis und die Quartalsabrechnung mache. Und fiebern tust du auch schon. Und wie? Dir ist Ruhe verordnet. Absolute Ruhe. Psst. Dann sage ich dir ganz leise, wie gern ich dich habe. Träum was Schönes. Das Schild hat seinen guten Grund. Guten Morgen. Sie gehören hier zum Haus? Nee. Das Haus gehört gewissermaßen zu mir. Sehr erfreut. Kaspersky ist mein Name. Jens Kaspersky. Sie wollten zum Doktor? Ja, und nein, also ein Herr Eckholm war im Apparat und da Travemünde nicht weit weg ist, bin ich hier. Ach, Sie sind der Vertretungsarzt. Da ist die Krankenschwester, Schwester Jutta. Nicht erschrecken, ich bin möglicherweise ein paar Tage Ihr Chef. Ach,
Guten Tag. Tag. Ja, dann will ich Sie mal anmelden. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns ja vielleicht noch, eventuell. Hoffentlich. Also sagen Sie mal, Ihr Auto steht direkt vor der Treppe. Oh, tut mir leid. Ja, kann ich das nächste Mal ein bisschen weiter in den Hof reinfahren? Ist ja genug Platz, oder? Ja, heißt das, der soll hier stehen bleiben? Wissen Sie, es hat sich sehr bewährt, ehe man sich dauernd an fremde Wände gewöhnen muss. Sie wohnen da? Immer? Na, keine Sorge, immer bin ich ja nicht hier. Na ja, also dann wollen wir mal. Ja, bitte? Wie ich es Ihnen gesagt habe, er soll liegen, aber Herr Dr. Kaspersky, du weißt schon, Eckholms Anruf. Ach ja. Mal rein in die gute Stube. Teschner, Kaspersky. Wenn ich irgendwie helfen kann? Dann sage ich Bescheid, Olga. Olga Mattison, sozusagen die gute Seele vom Geschäft. Nehmen Sie Platz. Danke. So, Sie leisten sich also den Luxus, krank zu sein. Auf Dauer verstehen Magengeschwüre. Kein Spaß. Meine Unterlagen. Helicobacter vom Kopf bis zum After. Schätze mal, Sie sind aufgenommen ins große Heer derer, die vom Helicobacter pylori befallen sind. Schätzen Sie richtig. Ja. Behandlung mittels Trippeltherapie. Erythromycin, Omeprazol. Sie haben sich gewissermaßen zum Vertretungsarzt spezialisiert. Ja, stimmt. Ich finde, Wanderjahre können niemand schaden. Wäre für mich genau die richtige Therapie. Ruhe, kein Stress. Am liebsten wäre mir, Sie würden sich sofort in die Praxis setzen. Aber gern. Mach ich doch glatt. Die Praxisräume befinden sich hier im Haus. Die Geräte sind gewissermaßen da drüben installiert. Ach, wie ich sehe, kommen auch schon die ersten Patienten. Ja, dann hole ich gleich meinen Arztkittel. Hängt Knitter vor allem in meiner guten Stube. Ach, wie praktisch. Da haben Sie ja immer sturmfreie Bude. Sturmfrei und mobil. Entspann dich, Doktor. Ruh dich aus und werd gesund. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ah, moin, moin, Frau Halsen. Der Verband drückt ein bisschen, aber das ist reine Gewöhnungssache. Und in einer Woche kommt er auch wieder runter. Okay, toll, danke. Moin, moin. Ja, Jutta, ich bin's. Du, da kommt jetzt ein junger Fischer. Das ist ein Nachbar von Kalle Obdem. Die sagen doch nie so richtig, was los ist. Ja, ihr müsst da... Auf, bitte. Ja, ich stehe gerade ein bisschen am Fenster. Ja, natürlich lege ich mich wieder hin. Tschüss. Der Hagedorn ist auch schon fertig. Es geht ja hier wie Spritzelbacken. Das Komische ist, ich sag mal zu meiner Schwiegertochter, du denk dran, es ist kein Sommer mehr. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, Frau Röggel. Wiedersehen. Na, Frau Röggel, hat sie die Grippe auch erwischt? Ich erkläre es gerade dem Doktor. Meiner Schwiegertochter gebe ich immer gute Ratschläge. Und ich selbst... Es ist nicht zu verstehen. Und die Tabletten werden zu Ende genommen. Nicht, dass Sie einfach aufhören, wenn es Ihnen besser geht, Frau Röggel. Die jungen Leute von heute tragen überhaupt keine Hemden mehr. Das bisschen BH oder nichts. Dünnes Blüschen drüber. Kein Wunder, ja, wenn Sie sich alle erkälten. Das ist wirklich kein Wunder, Frau Röggel. So, und jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ist was? Ach,
Ich dachte nur, Sie möchten vielleicht eine Tasse Tee zwischendurch. Ja, das wäre nett, aber wenn ich arbeite, arbeite ich. Dr. Teschner meint, der junge Fischer, der jetzt gleich kommen wird, der war noch nie in seiner Sprechstunde. Wir werden ihn schon gut behandeln. Können Sie das bitte wieder mitnehmen? Ja, ja. Danke. So. Moin. Keine Bange, junger Mann. Bange? Weshalb? Jensen, ich bin bestellt. Eine Sekunde, Herr Jensen, ja. Ist die Erkältung schlimmer geworden? Nee, ist nicht so schlimm. Verschreiben Sie mir was gegen Fieber und so. Sie müssen rein zum Doktor. Nee, nee, da habe ich keine Zeit für. Herr Jensen, bitte. Schwester Ritter, das hier ist ein Notfall. Ja, aber ist es schon okay? Also, die Röntgen ist auch schon fertig. Drei Patienten in 20 Minuten. Das ist Fließband und keine ärztliche Konsultation. Ja. Ach, euer, du bist es. Ich stand schon so spät, ist schon Mittag. Auch wenn du keinen Appetit hast, essen musst du. Wer sagt denn, dass ich keinen Appetit habe, aber nicht auf sowas? Es geht nicht um Appetit, sondern ums Gesundwerden. Ich denke, es geht um Appetit. Ist ja egal. Ist der Tee von Hinnerxen? Um zu wissen, dass Kamille gut für den Magen ist, brauche ich keinen Hinnerxen. Hast du ein bisschen geschlafen? Geruht, Olga, geruht. Ruhe ist die beste Medizin. Ich war mal kurz drin in der Praxis. Ein sehr korrekter Mensch, lässt sich nichts gegen sagen. Was soll ich bloß damit? Na, essen. Auch wenn mir das mit dem Wohnwagen nicht ganz so gefällt. In seiner Arbeit ist das sehr ordentlich. Drei Patienten in 20 Minuten. Wieso weißt du das? Hat Schwester Jutta dich angerufen? Nein. Na, hat eben jeder seine Behandlungsweise. Und Frau Röggels Geschichten, die hängen einem ja nun wirklich zu den Ohren raus. Der Röggel muss man zuhören, sonst schmeißt sie ihre Medizin in der Ecke. Man muss sich ihre Geschichten eben anhören, ob man will oder nicht. Na, hoffentlich hört er wenigstens dem jungen Fischer richtig zu. Etwas Schlaf würde dir gut tun. Wie lange haben Sie denn schon diesen Husten? Keine Ahnung. Thoraxaufnahme. Wir renken dann noch Ihre Lunge. Herr Jensen ist der Nächste. Danke. Schwester Jutta gibt Ihnen dann die Krankschreibung. Wieso denn Krankschreibung? Ich will doch mal nur eine Medizin. Die kriegen Sie auch. Schwester Bettina gibt Ihnen das Rezept. Danke. Geröntgt wird in der Praxis über dem Hof. Gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach. Ja, aber dauert das lange? Nein, 3 Minuten. Sie sind sowieso krankgeschrieben. Sie gehen jetzt nach Hause und legen sich flach und sonst nichts. Hören Sie, ich bin Fischer, selbstständig. Die Bank will pünktlich ihr Geld. Schließlich musste ich eine Hypothek aufnehmen auf meinen Kutter. Hören Sie mal gut zu. Einen grippalen Infekt zu verschleppen, ist so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Jetzt soll ich eine Woche die Beine hochnehmen? Sie sind krank, verstehen Sie? Krank. Wissen Sie, was das heißt? Und eine Hypothek abzahlen. Wissen Sie, was das heißt? Herr Jensen, bitte. Wiedersehen. Legen Sie sich flach. Nee, das ist mir das für den Doktor. Was ist denn das? Das waren ja nicht mal 3 Minuten. Also das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Bist du schon wieder unterwegs? Nein, ich liege im Bett. Das ist ja wohl ein starkes Stück. Moin, moin. Junger Mann, abgehauen? Abgehauen? So nicht. So nicht! Ich dachte, der liegt fest. Die Leute mit nervösem Magen sind unerträglich. Kenn ich von passiert? Was ist denn das für ein Schnellverfahren, mit dem der hier arbeitet? Wer? Der Doktor. Also, ich finde ihn ganz in Ordnung. So, findest du. Hast du nicht eigentlich Bettruhe? Verantwortung habe ich. Verantwortung. Entschuldigen Sie die Störung. Aber bitte. Es ist ja nur wegen der Salbe fürs Bein. Ja, Schwester Bettina gibt Ihnen ein Rezept. Na, das ist doch schön, wenn man nicht in ein leeres Wartezimmer gucken muss. Der junge Mann eben. Was war mit ihm? Grippaler Infekt. Der hätte eigentlich schon vor 3 Tagen kommen müssen. Sollte er sich nicht röntgen lassen? Na klar. Hat er aber nicht.
Er ist wirklich nicht zum Röntgen erschienen. Weil er abgehauen ist. Abgehauen? Ja, weil Sie sich mit ihm so gut wie gar nicht unterhalten haben. Nicht unterhalten? Ich bitte Sie, Doktor. Also passen Sie mal auf. Die Leute hier oben an der Küste, das geht nicht so. Hopp, hopp, tralala, das ist nicht drin. Was meinen Sie damit? Also entschuldigen Sie bitte, 3 Patienten in 20 Minuten. Mein Gott, nochmal. Wollen Sie ins Guinness-Buch der Rekorde oder was? Ach, das sind doch Bagatellfälle. Da muss ich mir doch nicht anhören, ob und wie die Hühner legen. Bagatellfälle? Jetzt hören Sie mal zu, Herr Kollege. Ehe sich so ein Bursche wie der ihn öffnet, das braucht seine Zeit. Der ist nämlich stinksauer, weil ihm seine Krankheit nicht passt und weil er so schnell wie möglich wieder raus mit seinem Kahn will. Ach, entschuldigen Sie bitte, dieser Bursche, wie Sie zu sagen pflegten, das ist ein erwachsener Mann. Da kann ich doch nicht an, dass der von dem Röntgenapparat davonläuft. Jetzt hören Sie mal zu. Ein Rezept ausstellen, das kann jeder. Aber mit den Leuten reden. 3 Minuten Behandlung sind hier nicht drin. Gut, alles klar. So läuft der Hase. Tut mir leid, ich konnte nicht ahnen, dass Sie mit der Stoppuhr in der Hand vor der Tür stehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und das Honorar für die paar Stunden, das können Sie von mir aus einer gemeinnützigen Stiftung überweisen. Seien Sie doch nicht so empfindsam. Das war doch gar nicht so gemeint. Bis zum nächsten Mal, Herr Jensen. Er ist halt jede Sekunde für seine Patienten da. Und er denkt so wie ihr sind alle. Ich bin kein dummer Junge. Richtig, dann ziehen Sie doch den Kittel am besten wieder an. Bitte. Mark Bohm hat dich wirklich nicht aufgeregt? Hm, der doch nicht. Sag mal, hast du was getrunken? Aber Schatz, das hat mir Teschner doch verboten. Bärchen, deine Geschäfte werden immer mit einem guten Tropfen besiegelt, ne? Aber doch nicht in dem Fall. So sehr interessieren mich die neuen Gardinen von der Mühle ja nur doch nicht. Übrigens geht's mir wieder wirklich gut. Trotzdem, der Stammtisch ist gestrichen. Och, und wenn ich ganz lieb bin? Du weißt doch, dass der Alkohol dir nicht bekommt. Nur mal vorbeigucken. Sie denken ja, ich bin gestorben. Sei mir nicht böse, lieber Uli, aber ich finde das nicht richtig. Und die Vorwürfe, die du Herrn Dr. Kaspersky gemacht hast, finde ich sehr ungerecht. Ich habe mich schon bei ihm entschuldigt, was mir schwer genug gefallen ist. Mag er nun in einem Wohnwagen hausen oder nicht, als Arzt ist er sehr tüchtig. Schnell, wolltest du sagen, Olga. Schnell. Ein paar Abrechnungen mehr, mein lieber Uli. Es würde deinen Finanzen nicht schaden, oder? Nun komm, nun trink ein bisschen und iss auch. Findest du es sicher ein wenig übertrieben mit dem blöden Tee und diesem dusseligen Zwieback? Nein. Und dass er mir nicht die Hausbesuche vergisst. Nicht, dass er denkt, nach der Sprechstunde ist hier Feierabend. Schwester Jutta wird ihm alles genau erklären. Und der junge Fischer von heute Vormittag, der abgehauen ist, der kommt auch noch dazu. Aber du machst doch auch keinen Hausbesuch, nur weil einer nicht zum Röntgen geht. Würde ich, Olga, ich ja. Also wann wirst du endlich zur Ruhe kommen? Bin da schon.